Ich muss aber sagen, ich finde die Kiste auch ziemlich hässlich eigentlich, den Alster hier. Ist er Alster? Ja, ich glaube, ne? Oder Alber? Hab gerade nicht richtig hingeguckt. Gut, dann müssen wir jetzt noch eine Fahrt erledigen. Mann, das zieht sich ja hier mit dem Lukas. Ganz unten. Na super, das kann ja ewig dauern. Ja, jammer nicht rum. Da gefällt mir der, in dem wir sitzen, eigentlich sogar besser vom Aussehen her. Gut, das Verdeck sieht ein bisschen komisch aus hier, ja, aber so an sich, wenn man den Escaprio raushauen würde, wäre bestimmt auch ganz interessant. Aber die Karten, die ich schön finde, sowas wie oh Gott, wie hieß der denn? Hier, den Schubert Special Edition oder sowas, den haben wir noch gar nicht. Den finde ich ziemlich schick. Das sind dann die zwar auch so eine Schnauze haben wie die alten Karten hier, aber die dann doch schon ein bisschen angeschrägt ist. Die sehen ziemlich cool aus, finde ich. Und so einen würde ich mir ehrlich gesagt auch in der heutigen Zeit, wenn man sowas raushauen würde, holen. Gibt's aber nicht. Schade. Wahrscheinlich liegt es daran einfach, dass es absolut nicht aerodynamisch ist. Ja gut, das lässt sich ja ganz gut fahren hier nach Oakwood. Fahren wir hier rechts und dann links bei der nächsten Gelegenheit. Jung. Die Cable Cars fahren echt zu jeder Uhrzeit. Aber an sich schon ziemlich schön, die Stadt, finde ich. Sosel, Sosel. Ich weiß gar nicht, ob der schnell ist, aber ich denke mal schon, oder? Wenn er hässlich ist, muss er ja eigentlich schnell sein, der Alster oder Alba. Ich habe es schon wieder vergessen. Und das ist ja schon eher die reichen Gegend, stelle ich gerade fest hier, in der das Ding geparkt ist. Na gut, wenn er neu ist, ne? Wobei Oakwood ist noch nicht ganz die reichen Gegend. Oak Hill ist dann das richtige reichen Viertel. Da haben wir dann die ganz feinen Sachen. Und da werden wir später auch noch hinkommen. Aber ich möchte ja nicht zu viel verraten. Wir haben noch einiges vor uns, muss ich mal so feststellen. So, steig aus, Tommy. So, dann klau mal hier. Kommt jemand? Nö. Fein. Zack, schon fertig. Einsteigen. Alvir hieß er. Okay, Alster war, glaube ich, ein Landstrich auf der irischen Insel, kann das sein? So Nordirland irgendwas? Ich glaube, da hieß was Alster. Irgendeine Gegend. Egal, egal, egal. Ja, und scheint ganz gut durchzuziehen im Vergleich zu den anderen. Und ist natürlich auch schön agil, so von der Steuerung her. Na, was denn, du? Kannst du dich mal entscheiden hier, du Pissgesicht? Da können die anderen nicht mithalten. Muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Und von hinten sieht er jetzt auch gar nicht so ätzend aus. Ja, wir fahren gleich hier unten rum. Na, wirst du wohl ordentlich für sich gehen, ja. Was die Leute hier alle noch zu so später Stunde rumlaufen. Unbelievable. So, herum ums Eck. Schön. Da lässt sich ja richtig gut mit driften. Der hat nicht so einen heftigen Schwerpunkt, dass die Karre gleich wieder übersteuert. Sondern ist ganz ausgewogen. Schick. Muss ich zugeben. Ach komm, mach mal ja mal die Geschwindigkeitsbegrenzung aus. Die nervt ja doch schon. Dann kommen wir ja auch noch rum, bevor die Kiste um die Ecke fährt. Muss bloß aufpassen, dass die Bullen jetzt nicht hier gerade über die Brücke fahren, wie ich es tue. Und da gehen die Frames in den Keller. Wunderbar. Ich liebe es. So. Rudra, ein Held im ständigen Kampf gegen sinkende Framezahlen. Ja. Tagsüber ist er ein ganz normaler Chemiestudent, aber nachts wird er zu Rudra. What? Stopp, 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 stopp. Ja, steig mal aus. Ach gut. Ja, wenn er mich nicht sieht, dann laufen wir mal kurz weg. Ach Mensch. Schade. Guck. Schon wieder weg. Was ein Trottel. Haben wir schön abgehängt. Ach, das ist sogar ein Viertürer, stelle ich jetzt erst fest. Weil ich gerade irgendein Foto gelesen habe. Dass die kleinen Karren als Viertürer rausgegeben werden. Naja gut. Karte hier. Oh, ich war falsch. Dann wieder zurück. Flüssiges Spiel, ich liebe es. Ja, ich liebe es. So, lass mich mal hier noch
Quack. Dankeschön. Nee. Ach, super. Passt doch. Ist jetzt zwar ein bisschen angekratzt, aber es passt schon. Und die nieten ja einfach mal irgendwelche Fußgänger rum und da ist es vollkommen uninteressant. Fahr einfach weiter, das ist egal. Warum nicht? Man kann doch mal Fußgänger hier vollkommen wegrotzen. Was soll's denn? So, fahr mal hier ein bisschen. Pharmaindustrie. Oh Mann. So, Brücke drüber. Ja, ich bin jetzt nicht gerade der Meister des schlechten Wortwitzes, aber ab und zu fallen mir solche sinnlosen Dinger mal ein. Ist ja ganz schlimm, wenn man hier Rahmschnitzel sich anschaut. Da haut ja ein Ding nach dem anderen raus und hat auch so eine Internetseite, ochnö.de, wo er Bilder gemalt hat, die einfach nur absolut, ja, das ist, wo er Wortwitze bedient, wo man sich denkt, ach du Kacke. Die sind einfach nur herrlich, muss ich schon zugeben, die sind richtig spitze teilweise. So, jetzt haben wir es ja fast geschafft. Wird auch Zeit, dass wir endlich aus dem Regen rauskommen. Das kann sich ja keiner mehr mit antun. Söge Popöche. Auf zu Salieris. Ich das Salieris bade. Ja, da habe ich ein bisschen verzogen. Das ist die Müdigkeit. Da schläft man schon mal ein und verzieht irgendwie das Lenkrad aus Versehen. Nee, ich bin aus Versehen auf die Taste gekommen, einfach nur. Wollte ich gar nicht. Kommt davon, wenn man wieder rumspinnt irgendwie. So, rum ums Eck. Und wieder ein bisschen flüssiger, das ist angenehm. Hier, park mal. Den ollen Alber. Hat er jetzt eigentlich... Ja, super, der Leichenwagen steht ja auch mit, das ist schön. So können wir mal... Ach, Rifle ist nicht da, schade. Ich wollte mal ein bisschen hier ausmisten. Ach, und jetzt bloß raus aus dem Regen, ab ins nächste Gebiet. Ja, sehr schön. Ja, und so. Ja, ist okay. Puh. Und jetzt wird's interessant. Omerta. Gestern haben wir unser größtes Fiasko bislang erlebt. 8 Männer tot, die ganze Ladung verloren. Und Sam kann nicht einmal aufstehen. Das ist ein Krieg und wir sitzen in der Klemme. Er hat den Staatsanwalt schon auf seiner Seite. Und der wirft jede Menge Dreck nach uns. Er steht außerdem dem Stadtrat sehr nahe, dessen Sohn du umgelegt hast, Tommy. Also hat er die Bullen gegen uns aufgehetzt. Die haben nichts gegen uns in der Hand. Das stimmt nicht ganz. Gestern hat Frank ihm unsere Bücher ausgehändigt. Ein großer Tag für den Staatsanwalt. Scheiße. Frank wäre nicht auf Blut aus. Aber es macht ihm scheinbar nichts aus, mich lebenslänglich hinter Gitter zu schicken. Mit unseren Büchern hat der Staatsanwalt jede Menge Beweise gegen uns in der Hand. Aber ohne Frank wären sie nutzlos. Wir müssen Frank liquidieren. Sie meinen, ihn ausknipsen? Wollen Sie mir sagen, dass ich Frank umlieten soll? Ich kenne Frank seit mehr als 20 Jahren. Was ich habe, habe ich mit ihm erreicht. Aber Frank hat die Omerta gebrochen. Ich weiß nicht warum, aber er muss seine Gründe haben. Und wir haben unsere Gründe, ihn zu erledigen und uns die Bücher zurückzuholen. Anderenfalls sitzen wir ein. Für eine lange Zeit. Was immer Sie wünschen, Boss. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt? Gibt es nicht. Ich schätze, heute ist unsere letzte Chance, etwas zu tun, bevor Frank außer Reichweite geschafft wird. Was soll ich tun? Finde zuerst diese Männer. Und finde heraus, wo sie Frank versteckt halten. Das sind gute Spitzel. Die haben Verbindungen zu den Bullen und zum Gericht. Einer von denen weiß sicher was. Big Biff aus Chinatown kennst du ja bereits. Und Little Tony hängt immer auf der Insel beim Museum rum. Und dann hol dir Frank. Was du auch tust, töte ihn nicht, bevor er dir nicht sagt, wo die Bücher sind. Capisci? Verstanden. Frank wird bewacht werden. Also schalte zuerst die Wachen aus. Sobald du weißt, wo die Bücher sind, leg ihn um. Okay, Boss. Was immer Sie wünschen. Viel Glück, Tommy. Hol dir von Vincenzo eine Waffe und einen Wagen von Ralph. Und denk daran,
Wenn du das hier versaust, sind wir erledigt. Oh Mann. Gott verdammt, was hast du mir angetan, Frank? Jetzt wird's ernst. Du warst wie ein Bruder für mich. Jetzt wird's wirklich ernst, Leute. Wir müssen Frank finden und ihn umnieten, weil er ganz offenbar den Don verraten hat. Vermutlich um seine Familie zu schützen, um aus diesem Krieg herauszukommen. Ja, nehme ich mal so an. Oder irgendwie sowas in der Art. Tut mir leid, Tom, ich bin echt beschäftigt. Siehst schon so aus. Tja, leider müssen wir uns deswegen trotzdem um den guten Frank kümmern. Oh ja, danke Leute. Ich glaube, das ist der, den ich haben möchte. Wir müssen uns leider trotzdem um Frank kümmern. Tommy, ich habe eine neue Kiste. Ja. Wird's langsam voll? Ein kleines bisschen besser als der V8 mit 80 PS. Schöne kleine Maschine. Aber wir wissen ja, was Tommy für ein weiches Herz hat. Er hat ja schon die Hure verschont. Und Frank war ja doch schon, hat sich ja doch schon wie so ein bisschen zu einem Vater entwickelt für Tommy innerhalb der Familie. Ne? Hat sich um ihn gekümmert, hat ein Auge auf ihn geworfen und war eigentlich immer fernloyal gewesen. Also, ja. Aber wenn man wie du im Geschäft ist, dann ist das kein Problem. Das war's. Danke, Ralfi. Genau, der Schubert Extra 6. Das ist genau der, den ich haben wollte. Ist jetzt noch nicht... Ja, der ist so ein bisschen angeschrägt. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Die Front ist so ein bisschen angeschrägt. Und diese Seitenschweller über den Rädern, die finde ich ziemlich geil eigentlich, muss ich sagen. Und auch so von der Farbe her, finde ich, sieht er ganz gut aus. Und vor allem hat er kein hässliches Pappverdeck hier, wie andere Kisten. Und sieht nicht ganz so eckig aus wie der hier zum Beispiel. Also der ist schon eine runde Sache, kann man schon so sagen. Der gefällt mir. Den würde ich mir auch holen, wenn es den jetzt noch geben würde. Mit einem ordentlichen Motor natürlich und vielleicht nicht gerade aus Vollstahl. So, da parken wir mal hier vorne. Denn ein bisschen Munition und eine Waffe wäre schon ganz gut. Vincenzo, gib mir etwas, damit ich meine Pflicht tun kann. Hallo Vince, du weißt, warum ich hier bin? Gut, ja, was kannst du tun? Frank wusste, was passieren würde. Was hast du denn für mich? Ein 1911er Colt sollte reichen, aber hier ist noch eine Schrotflinte. Ja, die wird auch nötig sein. In Sizilien nennt man sie Lupara. Wird jemand gefunden, der damit erschossen wurde? Wissen die Leute Bescheid. Leider ist das eine passende Gelegenheit, sie einzusetzen. Die Reichweite ist begrenzt, aber sie streut ordentlich. Damit triffst du immer. Hätte nicht gedacht, solche sizilianischen Traditionen kennenzulernen. Gut, stecken wir ein. Der glaubt doch nicht ernsthaft, dass der Colt reichen wird, oder? Wenn wir hier einen Kronzeugen gegen die Mafia uns holen müssen. Da reicht doch kein Colt. Der wird schwer bewacht sein, davon kann man jetzt schon ausgehen. Ja, und die Lupara haben wir ja schon mal kennengelernt, als wir das Hurenhaus damals hops genommen haben. Da hatte nämlich der Empfangsmann eine hinter dem Tresen versteckt gehabt. Und, ja, andere Leute glaube ich auch noch. So, und Omerta, damit geht's los zu den Informanten. Das aber, liebe Freunde, werden wir uns erst in der nächsten Aufnahmesession anschauen. Bis dahin wünsche ich frohes Vergnügen und vielleicht sehen wir uns ja jetzt direkt sofort wieder in derselben Aufnahme. Wer weiß. Und dann finden wir Frank, holen uns die Kassenbücher und vielleicht legen wir ihn danach oben. Wir schauen mal. Also, tschö mit Ö. Bis gleich wahrscheinlich. Tschüss.